Moin und herzlich willkommen. Unser heutiges Thema: Microsoft Designer. Tatsächlich, auch von Microsoft gibt es jetzt eine AI-Variante. Bisher stachen dort ja eigentlich mehr heraus, beispielsweise Canva mit ihren AI-Lösungen, aber natürlich auch solche Dinge wie Midjourney, DALL-E 2 oder natürlich auch Adobe Firefly, welches sich jetzt auch schon getestet hat. Und in diese Sparte hat sich jetzt auch Microsoft eingereiht. Unglaublich. Microsoft scheint wirklich langsam zu einem etwas cooleren Unternehmen zu werden, als wie hier jetzt beispielsweise auf dem Bild und wie sie immer bisher wahrgenommen wurden. Also lasst es uns einfach mal anschauen. Mir ist wichtig, ich habe es vorher auch noch gar nicht ausprobiert. Ich habe heute erst die Beta-Einladung erhalten, also für die Beta-Phase, um das Ganze zu testen. Und mir ist einfach wichtig, dass ich es jetzt auch eigentlich von null einfach mal teste, um zu gucken, was kann man dort machen, wie kann man etwas machen und will euch dort einfach mitnehmen. Also das erste ist unter designer.microsoft.com, seht ihr hier oben, habt ihr die Möglichkeit, euch für eine Waitlist einzutragen, ja, also für eine Warteliste. Dazu braucht ihr einfach nur eure E-Mail anzugeben. Ich weiß nicht, ob es jetzt irgendetwas ausmacht oder irgendwie das Ganze beschleunigt, wenn ihr bereits einen Microsoft-Account habt. Also ich hatte bereits einen, aber und nutze den auch beispielsweise, habe die Office 365er Lizenz oder so. Aber ob dies dann letztendlich irgendwie einen Ausschlag gibt, kann ich A nicht sagen und B glaube ich auch nicht wirklich. Also ich glaube schon, dass sich dort jeder erstmal anmelden kann. Daher test es einfach mal, ob du jetzt einen Microsoft-Account hast oder nicht. Bei mir hat es ungefähr einen Tag gedauert, dann war ich eigentlich auch schon drin und habe diese heute bekommen. Und jetzt will ich es einfach mal mit euch testen. Lasst uns einfach mal unten schauen. Wie gesagt, hier tragt ihr euch für die Warteliste ein. Hier unten seht ihr schon mal so ein bisschen so eine Auflistung. So von den Farben und her, so sieht das eigentlich schon ganz schick aus. Beim ersten Rüberschauen sind mir auch schon so Dinge so ein bisschen gekommen, wo ich dann sage, ja, ich weiß nicht, irgendwie bei Canva oder Adobe Firefly oder so hatte ich dann noch mal ein anderes Gefühl dort vom Ganzen. Also bei Adobe Firefly hat mir zum Beispiel super gefallen, dass man da etwas mit den Text machen konnte und dann auch die Buchstaben dann in gewissen Stilen zeigen konnte, ne? Dass die dann so Elemente haben. Und hier schauen wir uns einfach mal ganz kurz das an. Hier sehen wir dann beispielsweise, dass man hier einen Text hinzufügen kann. Man kann aber auch sein eigenes Image hinzufügen. Hier haben sie jetzt Kitten Adoption Day. Und daraus macht er dann wirklich dann direkt eine Kampagne mit einem Bild und der Schrift, was man natürlich dann aber alles noch einmal dann später anpassen kann, das Ganze. Und dann ne, kann man dann sagen beispielsweise, wie das Ganze sich verwandelt, ne? Und dann kannst du aber natürlich auch dein favoriertes Design dir aussuchen. Und dann gibt es hier natürlich auch verschiedene Party as a Clay Sculpture oder also hier gibt es dann wirklich die unterschiedlichsten Sachen. Hier zum Beispiel Grumpy Koala wearing a rope holding. Leider konnte ich das letzte nicht lesen, aber du siehst schon, also es gibt hier die verschiedensten Sachen, wie das Ganze. Und hier siehst du dann auch, ne, just add or remove Content. Also du kannst wohl relativ einfach, sage ich mal, das Ganze auch anscheinend editieren und dann auch so ein bisschen anpassen an deine Sachen. Und hier rechts, das hatte ich dann auch schon irgendwie vorhin gesehen, als ich mir hier mal die Startseite dann angeguckt hatte, kriegst du anscheinend auch noch Designideen, wie man es dann beispielsweise selbst auch schon bei PowerPoint oder irgendwo kennt, dass man da einfach, finde ich aber eigentlich eine nette Sache, dann direkt einfach nochmal etwas hat, so in verschiedenen Stilen und das Ganze dann beispielsweise mit einem Klick dann anpassen könnte und sich aussuchen könnte. Schauen wir mal, mit über 100 Millionen Bildern und Videos ne, für eine, sage ich mal, für hochqualitative Visuals, also Grafiken, dann das Ganze dann. Und hier steht es dann auch nochmal, Join the Waitlist, aber lasst uns einfach mal starten. Wie gesagt, ich bin drin. Und so sieht das Ganze dann aus. Das ist dann hier, du siehst Designer Preview. Hier siehst du dann auch nochmal die URL, immer noch die gleiche. Hier gibt es zum Beispiel. Hier kann man sich Beispiele aussuchen, ne? Und dann den Prompt beispielsweise kopieren und das Ganze übernehmen. Hier könnte ich zum Beispiel auch schreiben, wie es hier steht, ein Instagram-Post zum Beispiel über Kosmetikprodukte, welche am 1. April rauskommen. Hier habe ich dann noch die Möglichkeit, selber irgendwie Bilder hinzuzufügen. Aha, von meinem Telefon oder von meinem Computer.
oder meiner Mediendatenbank dort. Dann habe ich aber auch noch die Möglichkeit, einzelne zu probieren. Lass uns einfach mal starten. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier nehmen würde, Emotion Instagram Story about my day trip in LA, könnte man jetzt beispielsweise nehmen. Gibt es hier noch irgendwie andere, die jetzt gerade irgendwie. Gut, dann lass uns das einfach mal starten. Dann siehst du schon, arbeitet das Ganze und man kann wohl auch das Ganze später in seiner Brand Identity anlegen, so wie jetzt beispielsweise Brand Hub bei Canva oder so. Und hier siehst du dann schon so ein bisschen was Exploring LA. Du siehst hier auch, dass das Ganze dann Bewegtbild ist. Das erkennt man hier drin anscheinend. Wenn man darüber hovert, bewegt sich das Ganze dann auch. Gibt es auch nur jetzt, wahrscheinlich, weil ich das so gesagt hatte von dem Ganzen. Hier kann ich dann auch von komplett null anscheinend starten. Schauen wir uns das mal an. Du siehst jetzt, dass das Ganze ist. Hier oben habe ich noch etwas wie Size. Alles klar. Dort habe ich dann anscheinend verschiedene Abmessungen. Also ich habe ein quadratisches 1080x1080 Pixel. Ich habe ein Landscape mit 1200x628. Hier steht dann auch, das ist der Instagram-Post, das Square, also das Quadratische. Der Landscape ist der Facebook-Ad. Ungefähr, glaube ich, ist auch dann der YouTube-Thumbnail, beispielsweise für Videos, könnte man wahrscheinlich auch nutzen. Das ist ja jetzt eigentlich hier, ne, also der Instagram-Story und dieses ganze Vertikale, YouTube-Shorts, TikTok, Instagram-Reels und sowas, ne, das ist dann alles, sage ich mal, dann dafür wahrscheinlich gedacht. Wenn ich das hier beispielsweise mache, dann ändert er ja sicherlich auch dann direkt das Ganze so von den Abmessungen her. Jawohl, also wir sehen auch dann, dass wir dann das Ganze hochkant hier haben. Und dann hier auch die unterschiedlichsten Seiten haben, ne? Also zum Beispiel, und dann hier über Exploring LA steht. So, jetzt haben wir aber auch, glaube ich, die Möglichkeit, lasst uns mal einfach auf Generate Image klicken. Und dann sage ich Los Angeles City of Angels. Beispielsweise sowas. Einfach mal gucken, was er mir da ausspuckt. Okay, hier habe ich das nicht getrennt, aber ich hoffe mal, das versteht er. Ah, okay. Hier unten, was ich sehr gut finde, laufen dann auch Tipps lang, ne, dass er beispielsweise sagt. Okay, hier habe ich dann beispielsweise ein Bild, was ich nehmen könnte. Schauen wir mal, dann habe ich hier dann beispielsweise ein Bild davon, von dem Ganzen. Ah, okay. Dann wahrscheinlich kann ich dann hier nachher noch die Schrift dann ändern. Das läuft hier jetzt alles lang als Motion. Ich würde das gerne auch mal irgendwie machen. Vielleicht erstmal so ein bisschen einfacher. Könnte ich auch schreiben irgendwie. YouTube. Some nail about healthy. Lass uns das einfach mal machen. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob er jetzt das hier bei YouTube Thumbnail unterstützt, das Ganze. Okay, aber ist jetzt auf jeden Fall anscheinend kein Bewegbild mehr, ne? Also, ich könnte das jetzt auch wieder, sag ich mal, rausnehmen. Dann könnte ich hier ein Generate machen. Oh, okay. Alles klar, ja. Und hier, super, also da habe ich dann auch verschiedene. Hier kann ich dann wahrscheinlich wieder die, ah, alles klar, hier hätte ich ein Porträt und hier könnte ich dann beispielsweise sagen, ich glaube, das sind ungefähr die Abmessungen, was auch ein YouTube Thumbnail beispielsweise hätte. Dann könnte ich hier direkt etwas nehmen. Ich muss sagen, die Teile hier, also ich habe mir dann vorhin auch auf der Seite einige Beispiele angesehen, die sahen natürlich um einiges dann irgendwie noch besser aus. Dies Ganze ist jetzt noch nicht so, wo ich sage, okay, das ist jetzt so, wo es hingehen sollte, ne? Aber hier habe ich wohl auch die Möglichkeit, ein Customized Design zu machen und das Ganze dann anzupassen. Was ich gerne nochmal ausprobieren würde, hatte ich hier ungelesen,
Skip and start from a blank canvas. Also ne, wirklich von null beispielsweise starten. Dann könnte ich sagen, okay, ah, okay. Hier kann ich dann auch wirklich dann nochmal eine eigene, sag ich mal, eine eigene drauf und runter oder direkt das Ganze einzugeben, wo ich hier die Breite und die Höhe dann einstellen und das Ganze dann angeben könnte, wie ich das gerne hätte. Bleiben wir einfach mal bei dem Format. Okay, hier oben sehe ich dann Unsafe Design. Hier sehe ich dann den Zoom des Ganzen, also wie groß das Ganze ist. Hier kann ich das Ganze dann downloaden. Hier kann ich sehen, was beispielsweise neu ist. Ah, hier tauchen dann die Ideen auf, was wir vorhin schon in der Vorschau gesehen hatten. Und hier können wir dann wirklich sagen, hey, pass auf, lasst uns einfach mal beim Thema irgendwie healthy water bleiben, vielleicht, ob er dazu was hat. Okay, das war das, was wir vorhin gesehen hatten. World Water Day, Fun. Okay, lass uns das einfach mal nehmen. So sieht das Ganze dann aus. Okay, und dann kämen wir hier mit neuen Ideen. Ah, okay. Alles klar, ja. Komme ich denn jetzt hier auch wieder zurück? My Designs. Okay, ich sage jetzt einfach, ich möchte das hier haben. Replaces. Okay, und dann könnte ich ein neues Design in dem Ganzen dann starten. Verstehe? Okay, müssen wir mal schauen, wann es dann weitergeht. Und dann könnte ich hier einfach wieder sagen, Black Screen. So. Gut. Fangen wir einfach nochmal an. Also da finde ich halt, von der ganzen Anwendung kann natürlich auch sein, weil man es jetzt häufiger gemacht hat, dort kennen wir eigentlich schon um einiges besser, was die Sachen angeht, aber lass uns einfach mal gucken, wenn ich jetzt nur Water eingebe, habe ich hier auch verschiedene Water Day. So, the grass is greener. Hier haben wir auch sowas zum Beispiel. Hier haben wir auch etwas mit dem Pool, Stay Cool. World Oceans Day. Könnte man beispielsweise das nehmen. Lass uns das einmal nehmen. Ah, okay. Hier kommen dann die Ideen nochmal, die unterschiedlichen zu den Sachen. Ah, okay. Also ich kann auch dort, wie bei Canva oder wahrscheinlich auch woanders, dann Dinge anwählen, kann diese dann auch verschieben, kann diese drehen, kann deren Position dann beispielsweise ändern. Hier die Transparenz wahrscheinlich, die Position, die Schriften zum Beispiel unterstreichen, dick machen, die Schriftgröße verändern, die Position verändern, hier die Schriftart wahrscheinlich ändern und hier dann noch die Schriftfarbe auch. Wenn ich auf das Bild gehe, kann ich dann beispielsweise auch das Ganze dann zum Beispiel durchsichtiger machen, also dass das so ein bisschen mehr dahinter verschwindet. Von der Deckkraft her, ich kann das Ganze von der Position in verschiedene Ebenen packen, also ich kann es ganz nach vorne, ganz nach hinten packen oder etwas weiter nach hinten oder etwas weiter nach vorne. Ich kann das Ganze von den Farben, drücken wir doch mal Inspire Me, okay. Könnte ich zum Beispiel auch machen. Was ich hier zum Beispiel gut finde, kennt man auch aus verschiedenen anderen, dass sie jetzt sagen, hey, pass auf, du hast bisher folgende Farben, die sich dann auch anbieten. Und so kannst du das Ganze auch super kombinieren, ohne immer zu gucken, welchen Code ich beispielsweise für die Farbe habe oder wie hieß denn die Farbe jetzt oder sowas, ne? Hier kannst du dann auch Brand Colors anlegen, also dass du wirklich sagen kannst, hey, pass auf, meine Marke hat folgende Farben, die sich so gestalten. Sicherlich geht das vielleicht auch bei Schrift. Hier hast du dann auch nochmal Photo Colors. Wenn ich jetzt nochmal auf die Schrift klicke, kann man die irgendwie... Okay. Ah, hier. Genau, siehst du. Und dann hast du hier auch eine Brandfont, die du hinterlegen kannst, wo du dann sagen kannst, hey, pass auf, für meine Marke habe ich folgende Schriftarten. Hier hast du dann welche, die vorgeschlagen werden. Lass uns einfach mal einen anderen nehmen, wie das Ganze dann aussieht. Okay. Ah, okay. Weil eben hat das nicht gemacht, also man muss dann auch wirklich markieren. Ganzen. Aber du siehst, dann hast du hier auch nochmal andere Schriften. Lass uns das mal so nehmen, die möchte ich auch ein bisschen anpassen. Sagen wir mal, die wollen wir dann
Ja, für diese hier, die gefällt mir gut. Das hier oben möchte ich eigentlich gar nicht haben. Ah, okay, ich kann es ausschneiden, ich kann es kopieren, irgendwo hin, wieder einfügen, ich kann es duplizieren, ich kann einen Flip Vertical machen. Alles klar, dass ich es dann quasi umdrehe und spiegel dort. Dann was kann ich hier noch machen? Die Position ändern hier und das Ganze ansonsten löschen. Super. Dann habe ich das Ganze weg. Sehr gut. Hier habe ich wahrscheinlich die Möglichkeit, verschiedene Dinge zu machen. Gut, auch von meinem Google Drive beispielsweise, vom Phone oder von meinem Rechner. Hier haben wir dann Visuals. Hier sieht man so ein bisschen, ah, okay. Die Vorschläge an sich sind aber, glaube ich, gar nicht so schlecht, ne? Recommended for this design, also das sind die Vorschläge basierend auf meinem Design. Jetzt könnte ich zum Beispiel so eine Welle nehmen und das Ganze dann dort einsetzen. Zum Beispiel hier dann einfügen. Das Cover, genau, also dann kann man sich später das Ganze dann auch downloaden. Jetzt ist natürlich die Frage, warum das Ganze nicht dort zu sehen ist. Okay. Ich sehe es aber nicht. Anscheinend. Okay, Moment. Das ist aber von der. Ah, okay. Wahrscheinlich von der Position. Muss ich es nach vorne bringen oder ganz nach vorne vielleicht? Kann das sein? Okay, das verstehe ich halt noch nicht so, dass man das dann direkt dorthin packt. Hier habe ich dann die Möglichkeit, noch einen Tag zu machen, ne? Also verschiedene Sachen, eine Überschrift, einen Subtitle zu machen, dann Bodytext. Beispielsweise dort kann ich dann auch verschiedene Sachen available now machen, zum Beispiel in der Schrift und kann das dann da reinschreiben, wie ich das gern hätte. Hier hat der das jetzt schon fälschlicherweise auch reingepackt. Super, so, das kann ich wieder löschen, dass ich sage, weg damit. Okay. So, klick dann da drauf. Aber mit den Visuals, das würde ich gerne nochmal irgendwie. Ich habe hier Icons. Okay, das sieht man auch nicht. Ich habe es hier anscheinend reingezogen. Ich habe auch gesagt, Bring to Front. Das ist eigentlich auch in Schwarz. Müsste ich die Farbe vielleicht anders machen, dass man sieht. Nochmal sagen, Bring to Front. Also ich sehe sie auf jeden Fall nicht. So. Okay, hier kann ich dann nochmal die Größe verändern, wenn ich auf Resize drücke. Ich würde schon gerne wissen, wie ich so einen hier noch einfüge, so eine Illustration. Dass ich das Ganze halt überhaupt nicht sehe. Das ist halt sehr komisch. Das kenne ich halt sonst aus den anderen Sachen. Also mit dem Text hat es ja auch funktioniert. Aber hier, wenn ich irgendwas. Alles klar, die Shapes anscheinend funktionieren, die sieht man. Die kann ich einfügen. Okay. Ansonsten lass uns doch nochmal ein komplett neues machen. So, dann können wir hier mal starten. Nehmen nochmal so eins dann beispielsweise. Nehmen jetzt erstmal keine Vorlage. Machen einfach mal hier. Sagen zum Beispiel haben wir hier Fotos und Videos noch beim Ganzen. Wir können auch etwas generieren lassen, also haben dann auch die AI. Können wir natürlich auch nochmal probieren. Hier haben wir zum Beispiel mal ein Exempel. Also hier haben wir verschiedene Beispiele. Das hier sieht zum Beispiel ziemlich cool aus. Also ein Foodtruck, es ist also ein Foodtruck, ist so ein bisschen. Cybertruck Image. So. Gut, dann haben wir den hier. Schauen wir mal, jetzt wird das Ganze wohl generiert für mich, ob ich hier dann auch verschiedene. Hier habe ich zum Beispiel. Okay, also zum Beispiel finde ich sehr gut, dass hier die Wartezeit dann wirklich für die Berechnung oder so, oder die Erstellung genutzt wird, dass man hier unten so einige Tipps hat und auch immer mit so einem Bild dazu. Ne? Also das finde ich schon sehr gut gemacht und das, überfrachtet einen auch nicht, okay? Jetzt habe ich hier drei verschiedene Versionen. Kommt hier noch eine vierte oder bleibt die jetzt so? Anscheinend sind es nur drei. Ich könnte jetzt wahrscheinlich mit einem Klick darauf das Ganze nochmal generieren. Ich kann aber den hier auch schon rübernehmen.
Ah, okay, cool. Und dann habe ich hier dann auch schon verschiedene Sachen, ne? Dass ich sagen kann, hey, pass auf, ich kann hier den Hintergrund irgendwie. Super. Ja, das klappt schon mal sehr gut. Wie kann ich das Ganze von dem Effekt wieder. Schauen wir mal. Ich kann auch sagen, er soll komplett den Hintergrund rausnehmen. Ja, also das klappt. Bis auf, ich weiß nicht, ob das hier hinten so wirklich zu ihm gehört, aber anscheinend schon. Das klappt eigentlich schon sehr gut. Sehr gut. Und hier kann ich dann auch wieder machen, Restore. Also das Original dann beispielsweise machen. Hier habe ich dann verschiedene Filter, ne? Dass ich sage hier zum Beispiel Light, dass das Ganze dann heller ist. Was auch sehr cool ist, ist, dass ich dann so eine Intensität machen kann. Das ist auch schon mal sehr gut, dass ich dann ein etwas machen kann, dass der sich dann komplett eigentlich automatisch da draus erstmal ausrichtet. Ansonsten kann ich aber auch an allen Reglern noch ein bisschen schieben, ne? So habe ich dann wirklich so einen komplett anderen Charakter, sage ich mal. Hier habe ich es dann komplett unscharf. Erstmal wieder so, wie es war, auf 0. Und hier kann ich es auch nochmal die ganzen Einstellungen. Also wenn ich es jetzt hier hinschiebe, da hinschiebe und sage hier, der Kontrast, den möchte ich gerne, weiß ich nicht, hier so haben. Und am Ende die Helligkeit möchte ich hier so haben. Ne? Und oh, nee, das passt ja gar nicht alles. Kann ich es auf jeden Fall so machen. Ne? Und das Ganze dann wieder zurückerstellen. Und wenn ich auf Effekte hier oben klicke, also hier sieht man auch schon Replace. Also ich kann es auch ersetzen. Ich kann aber auch nochmal auf die Effekte gehen. Kann zum Beispiel wahrscheinlich bestimmt auch nochmal auf Generate klicken. Ich kann das Ganze dann auch größer ziehen, ne? Also so ein bisschen anpassen. Kann das dann auch sagen, hier, das soll hier hin und dann möchte ich hier gerne noch was haben und dann kann ich das Ganze auch noch größer ziehen beispielsweise. Sagen, okay, pass auf, der soll hier so ungefähr sein. Und dann möchte ich auf der anderen Seite noch irgendwie ein bisschen Text haben. Das Ganze möchte ich hier aber dann noch haben mit einem, zum Beispiel einer anderen Farbe. Hier habe ich dann irgendwie welche, die ich als letztes benutzt habe. Das wäre dann so eine Farbe oder doch eher weiß oder vielleicht etwas Schwarzes dort, ne? Und einen schwarzen Hintergrund. Dann könnte ich auch noch mal gucken, also den. Wie man generiert, haben wir jetzt ja verstanden. Vielleicht könnte ich dann auch einfach so einen noch dazu setzen. So, jetzt sehen wir den anderen auch nochmal. Den hier könnte ich wieder etwas kleiner machen, ne? Und dann haben wir eigentlich schon so eine schöne Bildergalerie, sage ich mal, den so ein bisschen versetzen, dass wir auch eine Dynamik da drin haben. So, von dem Ganzen. Also das sieht schon eigentlich ganz cool aus, also mit den Sachen, die man machen kann. Bei den Effekten ist noch nicht so viel. Die Filter scheinen wohl ziemlich umfangreich dann schon zu sein. Also da kann man auf jeden Fall ein bisschen was machen, dass man dann sagt, okay, super, ja. Okay, und hier unten hat man dann nochmal die Möglichkeit, dann, ah, okay, sich wahrscheinlich auch so ein eigenes Brandkit zusammenzubauen, ne? Dass man dann sagt, hey, pass auf, das hier sind die Überschriften, ne? Also das ist dann beispielsweise Elephant, das ist wahrscheinlich dann für die Headline, das ist für die Überschriften und dann so die anderen kleineren Sachen. Und dann sind das hier so die Farbelemente dazu. Hier sieht man dann auch nochmal so ein bisschen etwas, wo man dann den Text dort hinzufügen kann. Also das ist schon mal nicht schlecht. Probiert es einfach mal aus, setzt euch auf die Warteliste. Ich denke, allzu lange wird es nicht dauern, wie ich sagte. Ich kann nicht sagen, ob es jetzt abhängig ist von einem Microsoft-Account oder nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Daher testet es doch einfach mal aus und ich bin mir sicher, dass ihr auch in ein, zwei Tagen dann eure Einladung habt. Lasst mich wissen, was ihr, also wie ihr das Ganze findet. Testet es einfach mal aus und ob es wirklich jetzt Canva oder Adobe Firefly oder anderen AI-Erstellungsprogrammen gefährlich werden kann. Kann ich im Moment noch nicht sagen. Ich bin mir aber auch sicher, dass Microsoft bestimmt noch an Funktionen arbeitet und diese auch noch verbessert und so ein bisschen auch noch das Nutzererlebnis dann bestimmt verbessert und anders ausrichtet. Das war's von mir. Viel Erfolg bei der Nutzung von Microsoft Designer und viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal.